ehrlich gesagt, ist es ja so, dass man da selten sich mal die Zeit nimmt, zurückzugucken. So. Also, na klar, das fühlt sich immer so an, wenn ich jetzt überlege, 2014, das ist 8 Jahre her oder fast 9 Jahre, 8,5 Jahre her. Das fühlt sich schon an, 8,5 Jahre ist schon ein bisschen was. Aber natürlich ist dazwischen auch noch richtig was passiert. Ich war ja dann nochmal in China, in Holland, jetzt bin ich in Portugal. Also die ganze Fußballzeit geht ja sehr schnell vorüber. Also weil du ja so quasi tagtäglich fokussiert bist auf das Hier und Jetzt. Du musst sehr, sehr viele Dinge entscheiden und darüber nachdenken, dass eigentlich relativ wenig Zeit bleibt, so wirklich zurückzugucken. Während der Saison denkst du, das ist eine Ewigkeit. Also so durch so eine Saison zu gehen, das fühlt sich an wie ein Riesenberg, den du da erklimmen musst. Und wenn du dann nach der Saison zurückguckst, denkst du, wo ist die Saison geblieben? Ne? Also so kann man das vielleicht ganz gut beschreiben. Ich glaube, das schafft man natürlich nicht dann in dem Moment, wo er dann gebraucht wird, sondern das muss natürlich vorbereitet werden und zwar eigentlich über die ganze Saison. Und also du musst eigentlich quasi permanent für solche Situationen oder ja, für solche Situationen eben halt dann auch immer wieder Spieler haben, die Lösungen sind. Und ich glaube, du musst als Trainer versuchen, deinen Kader mental, physisch und fußballerisch immer permanent auf Top-Niveau zu halten. Und natürlich ist das immer eine Herausforderung, insbesondere bei den Spielern, die hinten dran sind, die nicht so häufig spielen. Aber das kann man natürlich trotzdem machen. Ne? Man kann ihnen trotzdem Wertschätzung geben. Die können trotzdem das Gefühl haben, okay, dass sie Bestandteil der Mannschaft sind. Dass eben halt im Moment andere Spieler eben davor sind und sie irgendwann die Chance bekommen und dann auch gebraucht werden. Und für diesen Moment müssen sie halt da sein. Ich glaube, durch die Kultur, die du in deiner Mannschaft hast, durch wie du die Mannschaft dann auch begleitest in der Saison, umso besser du das machst, umso besser sind die Spieler dann auch für den Moment vorbereitet, wenn sie dann eben halt auch mal eine Chance kriegen. Ne? Das ist ja nicht nur, wenn mal ein Spieler einen verlässt, das ist, wenn Spieler verletzt sind, das ist, wenn Spieler mal außer Form geraten. Also es ist ja wir haben eine klare Konkurrenz. Situation und das Prinzip der Leistung zählt. Ne? Also wir haben hohe Ziele, der Verein hat hohe Ziele. Als Benfica Lissabon musst du um Titel spielen. Das ist unsere Verantwortung, die Fans und die Fans glücklich zu machen und zufrieden zu machen. Und da musst du natürlich sehen, dass die Spieler auch dem gerecht werden. Die müssen die Verantwortung übernehmen. Also du musst die auf Top-Niveau haben und das geht nicht, wenn du dich auf 11 Spieler konzentrierst. Ne? Natürlich musst du jedes einzelne Spiel mit irgendeiner Mannschaft anfangen, aber du musst immer das große Bild im Auge haben, weil wenn du Titel gewinnen willst, dann darfst du dir nicht viele Schwächephasen erlauben, dann darfst du nicht viele Punkte verlieren. Wenn du in Portugal Meister werden willst, da brauchst du, was weiß ich, 85, 90 Punkte. Das heißt, du musst fast alles gewinnen. Also anders geht das nicht. Und das geht natürlich nur, wenn du permanent auch alle Spieler bereit hast, in jeder Beziehung. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, aber es ist nur ein Beispiel. Und ich finde, ich freue mich natürlich immer über solche Sachen, weil das ist gut für die Mannschaft und gut für die einzelnen Spieler auch. Die werden dann belohnt. Es gibt natürlich auch Spieler, die dann nicht bereit sind. Die werden dann halt auch nicht so viele Chancen bekommen. Aber das ist ein gutes Beispiel und von der Sorte haben wir eigentlich schon viele Beispiele. Eigentlich offen und ehrlich, immer offen und ehrlich. So ehrlich, wie es halt geht, ne? Und so offen, wie es halt eben geht, ne? Und ich bin natürlich in der Beziehung, ich kämpfe dann natürlich auch um solche Spieler. Aber in dem Moment, wo die dann irgendwo anders unterschreiben, ist das für mich Geschichte. Und dann bin ich nur noch auf das Hier und Jetzt fokussiert. Und ich sehe sowieso jedes einzelne, jetzt haben wir gestern gespielt, jetzt spielen wir Donnerstag wieder. Und von gestern vom Abpfiff bis Donnerstag zum Anpfiff läuft halt die Zeit, die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten mit den Spielern, die zur Verfügung stehen. Und da bin ich zu 100% drauf konzentriert. Ich beschäftige mich nicht mit irgendwas anderes. Ich traue niemandem hinterher und da habe ich keine Zeit für. Und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Macht natürlich keinen Sinn. Ne? Trotzdem machen es vielleicht der eine oder andere. Aber ich bin da so schon eher sehr, sehr gerade und versuche eben halt auch aus der Erfahrung heraus, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir helfen, Spiele zu gewinnen. Und nichts anderes, alles andere blende ich komplett aus. Es macht keinen Sinn, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, weil du brauchst als Trainer brauchst du deine gesamte Energie für das nächste Spiel, für die Vorbereitung der Spieler. Gerade wenn du so viel spielst wie wir, alle 3 Tage, ist das natürlich eine riesen Herausforderung, immer da zu sein. Wenn du am Ende der Saison dann 60 Spiele gespielt hast, ja, das ist nicht so einfach. Und deshalb musst du natürlich, auch für die Spieler ist das nicht einfach, aber deshalb musst du das natürlich
als Trainer oder als Trainerteam natürlich auch vorleben, dass es immer sofort wieder bei Null losgeht und jetzt müssen wir halt wieder arbeiten und regenerieren, alles machen, was notwendig ist, um physisch, mental, was die Atmosphäre in der Mannschaft angeht, auf Top-Niveau zu sein. Ja, das ist anstrengend, aber am Ende des Tages bezieht sich das natürlich auf die Zeit, die ich mit der Mannschaft verbringe. Also wenn ich zur Mannschaft spreche, wenn ich die Mannschaft trainiere, dann muss ich natürlich auch da sein. Davor muss ich mich vorbereiten. Das ist ja dann auch nicht 12 Stunden am Tag, sondern wir haben Meetings, wir haben das Training, wir haben Einzelgespräche und so weiter. Und davor und danach musst du dich natürlich mit der ganzen Situation auseinandersetzen. Und wenn du das machst und klar bist in deinen Gedanken und dann lässt du nochmal so alles auf dich einfließen, was so von den Spielern auch kommt. Aber natürlich Du musst dich darauf konzentrieren und musst eben halt auch versuchen, alles, was die ganzen Schwingungen, die da sind, die musst du halt auch irgendwie aufnehmen. Das ist schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, erstmal ist es natürlich erstmal die Liebe zum Fußball. Ne? Also ich liebe natürlich den Fußball. Ich habe den geliebt als kleines Kind, als ich angefangen habe, auf der Straße zu spielen. Ich habe jetzt nicht die Riesenkarriere gemacht, ich habe dritte Liga gespielt, aber auch das habe ich geliebt. Ich habe geliebt, jeden Sonntag da Fußball zu spielen und habe ja nie geglaubt, dass ich mit Fußball, dass Fußball mein Beruf wird, dass ich später dann als Trainer hauptberuflich arbeite, sondern das war ja für mich unvorstellbar. Also als es dann mal angefangen hat, so ein bisschen als Trainer, war das auch noch unvorstellbar. Das war mehr Hobbytrainer und trotzdem hat mich die Liebe zum Fußball insofern geprägt, dass ich war ja ein Offensivspieler, dass ich natürlich, ich wollte, wenn, was ist das Schönste, wenn ein kleines Kind anfängt, Fußball zu spielen, dann legst du den Ball halt vors Tor und dann soll er da reinschießen. Und es geht halt am Ende des Tages auch um Tore schießen, um diesen Moment, wenn der Ball im Netz ist, so wie gestern, wenn dann der David Neres die Flanke reinhaut und der João Mario schiebt den halt ins Tor, das ist ja der Moment, worauf eigentlich das ganze Stadion, alle Menschen warten. Und so dieser Ansatz, eben halt auch immer diese Momente zu kreieren, die haben mich schon geprägt. Also ich bin jetzt keiner, der hofft, dass irgendwann mal irgendwie erstmal hinten stehen und dann irgendwie irgendwas passiert schon vorne, sondern ich glaube schon, dass man versuchen sollte, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und die 90 Minuten zu nutzen, um besser zu sein als der Gegner, mehr Chancen zu kreieren. Und dann glaube ich auch, bei allem Wissen, dass natürlich, du nie die Garantie kriegst zu gewinnen, aber du kannst die Wahrscheinlichkeit extrem erhöhen. Aber das glaube ich persönlich nur durch einen sehr aktiven Ansatz von Fußball. Und das hatte ich natürlich so am Anfang, als ich in Delbrück angefangen habe als Trainer, habe ich da so viel gar nicht drüber nachgedacht. Das war so eher so, das kam mir so aus dem Bauch raus und das habe ich ja mal angefangen. Ich hatte jetzt auch keine große, ich habe zwar so nebenbei die Trainerscheine gemacht während meiner aktiven Laufbahn, aber ich habe mich jetzt noch nicht so sehr lange damit auseinandergesetzt, wie ich jetzt spielen möchte oder wie soll mein Fußball aussehen, sondern ich habe einfach mal angefangen und habe dann jeden Tag versucht, eben halt so den besten Weg zu finden, die Spieler zu trainieren und so ein bisschen was mitzugeben, so auch diese Motivation und diese Leidenschaft zu vermitteln. Und dann natürlich mit den Erfahrungen hat sich das dann immer so weiterentwickelt und dann habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie. Also du kannst das echt, also darüber, umso mehr du von dir selbst überzeugt bist, umso besser wird es irgendwie. Umso mehr sind die Spieler überzeugt. Und wenn die Spieler überzeugt sind, dann kannst du darüber den Unterschied machen. Ne? Aber bevor du die Spieler überzeugen kannst, musst du erstmal selber eine innere Überzeugung haben, wie du spielen willst. Das ist halt der erste Impuls. Und das musst du hinkriegen, diesen Weg zu finden. Also ich bin jetzt kein Trainer, der jede Woche darüber nach, der Gegner spielt so, ich denke jetzt nicht jede Woche darüber nach, wie wir jetzt am Donnerstag spielen wollen. Für mich ist 100% klar, wie wir spielen. Ich gucke mir an, wie die spielen und dann kann ich den Spielern noch mal ein paar Informationen geben. Aber ansonsten spielen wir, wie Benfica spielt. Ne? Und dann wollen wir versuchen, das Spiel zu gewinnen. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie ein Fußballbuch gelesen. Also jetzt, wo Sie das sagen, ich habe da noch nie darüber nachgedacht, aber habe ich noch nie gelesen. Ne? Wäre wahrscheinlich interessant, aber irgendwie habe ich da noch nie Zeit für gefunden und war für mich jetzt auch nicht so wichtig. Also ich habe schon, wie ich gesagt habe, so selber versucht, so in der täglichen Arbeit mich weiterzuentwickeln und über die Erfahrungen dann eben halt auch die bestmöglichen Stellschrauben zu finden, um dann eben halt weiterzukommen. Und
Und natürlich dadurch, dass ich das jetzt gemacht habe in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Levels, das war für mich, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ich erstmal so eine Zeit hatte, wo ich mich auch ein bisschen ausprobieren konnte. Und dann eben halt auch in den unterschiedlichen Ländern und dann irgendwann sogar auf Top-Niveau Champions League spielen und so. Natürlich erfährst du dann nochmal andere Impulse aber du kriegst vor allen Dingen diese Bestätigung auf höchstem Niveau. Also du kannst spielen gegen Mannschaften, die verkörpern das Beste, was es so im Vereinsfußball gibt. Und du spielst gegen die und versuchst trotzdem so zu spielen, wie du glaubst, dass es richtig ist und wovon du überzeugt bist. Und es funktioniert dann sogar gut. Ja. Ob du dann immer gewinnst am Ende, ist eine andere Frage. Aber das Ziel ist eigentlich immer, dass die 90 Minuten so viel von den 90 Minuten unser Spiel wird. Also so, wie wir spielen wollen. Ja, bei aller Akzeptanz und Respekt zum Gegner, aber ein Teil des Spiels, und zwar am besten ein Großteil des Spiels, sollte so sein, wie wir das gerne wollen, ne? Und nicht wie der Gegner das will. Ja, beides ist wichtig. Es ist schon auch wichtig, Titel zu gewinnen, ne? Das ist schon immer was sehr Besonderes, weil das ist natürlich so, dann über insbesondere natürlich die Meisterschaft, wenn du über einen langen Zeitraum dann irgendwie die Mannschaft bist, die sich dann von 18 Mannschaften durchgesetzt hat, das ist schon die maximale Bestätigung, die du kriegen kannst, weil es eben halt auch echt schwer ist und so eine Saison mit allen Höhen und Tiefen und allen Schwierigkeiten und dann am Ende aber die Mannschaft zu sein, die es gepackt hat, das ist schon was sehr Besonderes, genauso wie im Pokalwettbewerb die Mannschaft zu sein, die als einziges am Ende kein Spiel verloren hat, so, das sind schon so Sachen, die sehr besonders das finde und wo dann auch, wenn du es geschafft hast, du machst das ja eigentlich alles nur dafür, dass du in dem Moment, wo du es geschafft hast, dieses Gefühl, was du dann hast, das ist eben halt einfach super. Das macht einfach, ist eine riesen Freude für alle im Verein und aber auch natürlich für einen selbst. Aber natürlich ist es mir nicht egal, wie man das dahin kommt. Also ich möchte schon dahin kommen, auf eine Art und Weise, die mir gefällt, wo ich sage, der Fußball gefällt mir. Und es gibt überhaupt keinen Spieler, der nicht gut ist. Alle spielen super, die haben Aktionen, Aktionen mit Ball, die haben Aktionen gegen den Ball, die gewinnen Bälle, die freuen sich zu arbeiten, zu laufen, zu kämpfen, Fußball zu spielen. Und das ist natürlich, neben Preisen, ist das für mich natürlich dann immer die größte Freude beim Fußball. Also dafür macht man das eigentlich, dann diesen Moment dann auf dem Platz zu erleben, wenn dann die Spieler wirklich als Mannschaft spielen und kämpfen und am Ende sich dann auch durchsetzen. Das ist eigentlich das größte Glücksgefühl im Fußball. Ja, also ich würde das jetzt nicht nur so an den Preisen festmachen, sondern klar, ich habe ja gesagt, wenn du bei Benfica bist, dann jedes Jahr ist halt ein Jahr, wo du versuchen musst, Preise zu gewinnen, ne? Damit du auch so ein bisschen in die Geschichte des Vereins eingehst. Und das wird auch erwartet. Jetzt hat Benfica 3 Jahre nichts gewonnen, keinen Pokal, keine Meisterschaft, gar nichts. Und natürlich ist jetzt so die Erwartungshaltung, jetzt muss es mal wieder sein. Ne? Und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Aber ich denke jetzt nicht darüber nach, ob das jetzt mein erfolgreichstes Jahr wird oder so, sondern ich versuche mich immer sehr stark jetzt im Hier und Jetzt aufzuhalten und in der täglichen Arbeit. Und damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Also eigentlich, wenn man das so zurückverfolgt, ich habe ja das große Glück gehabt, dann oft auch eigentlich fast nie irgendwie im Abstiegskampf zu sein. Also ich habe immer Mannschaften gehabt, die auch gut waren. Und habe eigentlich immer im oberen Bereich dann mitspielen dürfen. Das fing an mit Delbrück, wo wir quasi dann, wir sind ja in Delbrück, in Münster, sind wir jeweils im ersten Jahr auch Meister geworden. Ne? Und natürlich, wenn du dann aufsteigst, wird es ein bisschen schwieriger. Mit Paderborn wären wir fast aufgestiegen, auch in dem einen Jahr in die Bundesliga. Also ich habe das so immer empfunden, dass wir versucht haben, immer das Maximum rauszuholen. Ne? Und selbst in Leverkusen haben wir auch 3 Jahre Champions League gespielt. Also ich will das jetzt nicht meine Erfolge aufzählen oder sowas, aber einfach nur so, es gibt natürlich dann immer unterschiedliche Sachen, die man erreichen kann. Ne? Ja, also deshalb. Ja, ich werde schon erkannt und so, aber ich bewege mich ganz normal. Also das ist auch, was ich möchte. Also ich möchte auch mein Leben leben.
Und aber in sehr, sehr positiven Weise werde ich da dann natürlich auch das eine oder andere Mal angesprochen und so weiter. Aber das stört mich überhaupt nicht. Das macht mir im Gegenteil, das macht mir sogar Spaß. Ja, man muss so schon ein bisschen, ich kann natürlich nicht überall mich aufhalten, das ist auch klar. Aber man muss schon so ein bisschen das berücksichtigen, dass du natürlich in die Hotspots, ins Zentrum, ist halt schwierig zu gehen. So, aber man kann trotzdem sich einigermaßen frei bewegen. Und da wird man eben halt sehr positiv angesprochen. Eigentlich habe ich so ein bisschen am Anfang versprochen, dass ich Portugiesisch lerne. Ob ich das kann, das wird man sehen. Ne? Also es ist schon eine sehr schwierige Sprache. Und die Zeit, so ist schon, ich müsste sehr, sehr viel Zeit investieren, um das zu lernen, um gut genug zu lernen, um die Mannschaft dann auch in der Sprache zu coachen. Und das, ehrlich gesagt, glaube ich, traue ich mir das nicht zu, sondern das funktioniert eigentlich auch relativ gut in Englisch. Und ich würde es gerne sprechen, also es wäre ein großer Wunsch, ich würde gerne viele Sprachen sprechen können, aber ich habe einfach, das hätte ich lernen müssen, als ich ein bisschen junger war. Ja, die ist Englisch und wir haben natürlich einige Spieler, die nicht so gut Englisch sprechen und dafür wird dann übersetzt. Das ist aber das hat sich total etabliert. Also da habe ich auch, das stellt man sich vielleicht ein bisschen schwierig vor, aber das ist so, ich meine, ich war 2 Jahre in China und in China spricht niemand Englisch und das wurde alles übersetzt und auch in anderen Vereinen gibt es viele Spieler, die Sprache nicht sprechen und trotzdem kommt man klar. Also das ist das kleinste Problem. Ja, ich glaube, man muss das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Klar, wenn man von draußen drauf guckt, und da haben die Vereine manchmal ein bestimmtes Image. Aber wenn du natürlich in dem Verein drin bist, ist das natürlich was ganz anderes. Also ich habe es auch sehr genossen, Trainer von Bayer Leverkusen zu sein. Das war auch eine super Zeit. Und auch wenn das am Ende mal schwierig wurde oder Red Bull Salzburg hat so ein Image, ja, ist irgendwie der. Aber das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Also da gibt es genauso die Leidenschaft und die Hingabe der Fans und der Leute, wie es in anderen Vereinen gibt. Ne? Natürlich ist, das wollte ich gerade noch mal damit sagen, also Benfica, so für mich persönlich als jemand, der Fußball liebt und dann redest du über große Vereine, dann ist für mich Benfica Lissabon ist einer von diesen absoluten, das ist wie Real Madrid, Barcelona, Benfica Lissabon, das ist das Maximum an Fußball, ne? Also auch so aus der Historie heraus und auch der Größe des Vereins, ist ja auch ein sehr spezieller Verein, ist jetzt hier keiner, der den Verein gekauft hat für 4 Milliarden Euro und pumpt hier Geld rein, sondern das ist ein Verein, wo die Arbeiter jeden Monat dafür sparen, damit sie ins Stadion gehen können, ne? Also es ist ein Verein, der Spieler verkaufen muss, damit er überhaupt das ganze Paket stemmen kann. Das ist ein Verein, der was weiß ich, irgendwie 20 Sportarten hat, wo alle mit Leidenschaft in diesem Sport nachgehen. Das kann man, das wollte ich damit sagen, das spürst du einfach, wenn du länger hier bist. Ne? Und das habe ich aber schon ein bisschen erwartet, als das Interesse da war von Benfica Lissabon. Nachdem ich entschieden habe, von PSV Eindhoven wegzugehen, kam sehr, sehr schnell diese Anfrage und das war für mich dann relativ sofort, okay, Benfica Lissabon, das hört sich jetzt für mich sehr, sehr interessant an und danach den Gesprächen war das für mich also sehr, sehr schnell klar, dass ich das gerne machen möchte. Ja, mit Lorenzo Coelho und Rui Costa und die waren so überzeugt, also ich war überrascht über deren Überzeugung, dass ich jetzt der richtige Trainer für die bin, weil es ja auch eine sehr mutige Entscheidung ist, also einen deutschsprachigen Trainer zu holen, jetzt keinen Portugiesen, hat es jetzt auch lange nicht mehr gegeben hier und so. Und das, die Leute werden natürlich dann auch daran gemessen, was dann danach passiert. Und wenn man dann so diese Überzeugung hat, dann hat mich das schon überrascht und das hat mir natürlich nochmal den letzten Impuls gegeben, das auch auf jeden Fall zu machen. Ja, das ist natürlich ein Weg. Also wenn du dann gegen Paris oder so spielen willst, das habe ich der Mannschaft auch, glaube ich, damals gesagt. Also die Vorbereitung für dieses Spiel gegen Paris, die hat angefangen am ersten Tag der Vorbereitung im Sommer. Also das ist natürlich dann doch mal ein anderes Niveau. Also das ist dann ein Weg, den du gegangen bist mit Spielen, die du auch vorher gespielt hast und so weiter, mit Erfahrung. Wir haben natürlich so das Momentum genutzt. Also bei uns ging es eben halt von der Vorbereitung eigentlich
wir haben ja dann auch alles gewonnen. Auch in der Vorbereitung haben wir sehr, sehr schnell, sehr gut gespielt so, und viele Tore geschossen. Und dann kam natürlich so ein gewisser Lauf dann auch da rein. Und dann hat die Saison angefangen, dann ging das so weiter, keine Verletzten und immer wieder quasi gut performt. Das ist natürlich der Idealfall. Das muss natürlich nicht immer so laufen, aber in diesem Fall war es dann halt so. Und ich glaube, dass das war einfach so ein Resultat auch aus diesem Flow, den wir einfach hatten. Schon gemerkt, dass in dieser Mannschaft sehr, sehr viel fußballerisches Potenzial steckt. Also dass sie natürlich das sehr gut umgesetzt haben, alles, eine sehr hohe Motivation da war, eine sehr professionelle Einstellung da war und die da sehr offen für waren. Also der Fußball war ja letztes Jahr ganz anders, ein ganz anderer Ansatz. Und ich habe da sehr viel Spaß gesehen im Training. Aber dann ist auch aufgefallen, dass wenn die das machen und dann obendrauf kommt eben halt diese extreme fußballerische Qualität, dann kannst du darüber auch den Unterschied machen. Das ist dann auch das etwas andere dann nochmal. Weil es hängt natürlich davon ab, wenn du dann Bälle zurückgewinnst und dann kommt es natürlich auch irgendwann mal darauf an, auf die fußballerische Qualität dann diese Momente auch zu nutzen. Ne? Und wenn du bessere Spieler hast, die treffen dann bessere Entscheidungen, die haben dann bessere Ballkontrolle in engen Räumen und so. Und da haben wir hier bei Benfica schon sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ob so viele... Ja klar, sind einige Portugiesen drin, aber es schon auch einige andere Spieler von anderen Ländern. Es ist ja immer so eine gemixte Gruppe. Ich glaube, dass du selber auch ein bisschen Einfluss nehmen kannst, wie am Ende die Atmosphäre dann so in der Mannschaft wird, wie die Kultur in der Mannschaft ist. Also das ist natürlich geprägt von den Einzelpersonen, ein bisschen von der, vielleicht auch der Kultur im Land und so weiter. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch innerhalb der Mannschaft so selber dafür Verantwortung zu übernehmen, dass sich da eine Kultur entwickelt, wo sich jeder Spieler wichtig fühlt und wertgeschätzt fühlt und auch in der Lage ist, sich mit zu identifizieren und dann eben halt auch seine bestmögliche Leistung zu bringen. Und ich glaube, dann hilft es natürlich, wenn so unterschiedliche Ströme da zusammenkommen, auch unterschiedliche Mentalitäten. Aber so eine Mannschaft, das ist meine Erfahrung, die wächst dann irgendwann auch so zusammen. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob da jetzt viele Südamerikaner, viele davon sind. Ich glaube, alle Spieler müssen sich auch ein bisschen anpassen an diese gemeinsame Kultur und auch an die Einzelkulturen der Spieler aus anderen Ländern. Und dann musst du das muss dann nachher so dein Ding werden. Das muss dann deine Atmosphäre werden, dein Spirit werden. Und ich glaube, das ist das, was man erreichen muss. Und da sind auch natürlich die Spieler so ein bisschen mitverantwortlich. Ja, das versuche ich dann auch immer auch einzufordern, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Weil alles, was aus der Mannschaft selbst kommt, ist natürlich besonders wertvoll. Ne? Also an positiven Dingen. Ne? Also natürlich als Trainer musst du viele Sachen vorgeben. Und und initiieren, aber irgendwann muss das natürlich dann auch so ein bisschen in die Mannschaft reinwachsen und dann auch aus der Mannschaft dann selber kommen, ne? Weil die Mannschaft steht nachher auf dem Platz und muss die Spiele gewinnen, ne? Deshalb versuche ich schon auch so eine gewisse Eigenverantwortung und Eigenmotivation, Eigendynamik aus der Mannschaft zu fördern. Ja, ich habe mich schon verändert, glaube ich schon. Ich bin schon, glaube ich, ein bisschen gelassener geworden und kann eben halt auch so ein bisschen besser trennen. Also das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Fußball und das Fußball, was da so drumherum ist, also das ist, glaube ich, das ist mir, das habe ich deutlich, da habe ich deutlich meinen Schwerpunkt komplett verändert. Also ich versuche einfach, mich sehr stark mit der Mannschaft, mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen und alles, was von außen kommt, das ist für mich uninteressant. Und ich glaube, dass ich das früher ein bisschen mehr an mich rangelassen habe und darüber auch ein bisschen emotionaler nach außen vielleicht dann gewesen bin. Aber ich würde mal sagen, im Inneren bin ich eigentlich immer ich selbst geblieben.